Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen beim Hansa-Fan zu einem weiteren Hansa-Talk nach einer absolut, ja sagen wir es ganz ehrlich, beschämenden 0:2 Heimniederlage gegen den Karlsruher SC. Wir schreiben immer noch Sonntagabend, ich nehme das ja auf, nachdem ich nach Hause gekommen bin, war heute live im Stadion und ich muss ganz ehrlich sagen, zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich zur Halbzeit die Lust verspürt, nach Hause zu fahren, weil du nach 25 Minuten einfach das Gefühl hattest, du liegst hier 2:0 hinten. Und du hast überhaupt nichts davon gemerkt, dass die Mannschaft irgendwie gewillt ist, da noch irgendwas zu holen. Das heute war einfach ein grottenschlechter Auftritt, lustlos, blutleer von dieser Mannschaft, wo ich sagen kann, Alter, was war das heute? Also das grenzte wirklich heute an absolute Arbeitsverweigerung. Sorry, dass ich das so drastisch sagen muss. Ich bin jemand, der in den letzten Wochen immer sehr oft das Positive gesehen hat, der nicht alles schwarz und weiß sieht, der in Augen manch anderer vieles schön geredet hat, meinetwegen. Aus meiner Sicht war es halt weiterhin so. In den letzten Wochen haben wir oftmals ordentlich bis gut Fußball gespielt gegen Top-Vereine der zweiten Liga. Nur halt ab und zu, beziehungsweise in den meisten Fällen fehlte das Glück, um am Ende den Ball über die Linie zu drücken. Aber das heute gegen den KSC, gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Abstieg, war das absolut eine absolute bodenlose Frechheit. Ich war lange nicht mehr so gebrochen nach einem Spiel wie heute. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Keine Ahnung. Das geht bei der Aufstellung los. Sorry, ich will keinen wirklich runtermachen. Ich will niemanden öffentlich an Pranger stellen und so. Aber ich kann es tatsächlich einfach nicht nachvollziehen, warum zum Teufel immer wieder ein Rich Munsi gerade in der Startelf stehen darf. Ich kann es nicht kapieren. Ist jemand beim Training und kann mir sagen, ob der die ganzen Netze kaputt schießt im Training? Oder warum? Was rechtfertigt daran, einen Rich Munsi immer wieder eine Chance zu geben? Da braucht mir keiner erzählen, jetzt für Hook war gesperrt und Hinterseher verletzt oder so. Keine Ahnung, was mit dem anderen ist. Hinterseher sieht man ja schon das ganze Jahr 2023 nicht mehr. Sorry, da braucht man keiner erzählen. Denn gebt halt bitte jemanden die Chance aus der Jugend. Wie zum Beispiel Luis Köster, der einzige Lichtblick an diesen Tage, der eingewechselt wurde aus der zweiten Mannschaft, bester Torschütze. Denn sollen sie den im Turm aufstellen. Oder Nils Frölling, Pröger, zusammen als Doppelspitze. Aber Gottes Willen, doch nicht Rich Munsi. Sorry. Der Typ mag ein lieber netter Kerl sein und allen drum und dran. Aber ganz ehrlich, es rechtfertigt einfach. Also, ich glaube, wie viele Spiele hat der Fernseher gemacht? 30 oder so, keine Ahnung. Zwei, maximal zwei Spiele, zwei Einsätze von ihm haben gerechtfertigt, warum er spielen dürfte. Das war diese Serie gegen Heidenheim im August, September 2021. Ja, mehr nicht. Also, der war aussortiert. Der war völlig aus sportlicher Sicht zu Recht aussortiert von Jens Hertel. Und keine Ahnung, warum Patrick Klöckner unbedingt sieht, dass der nochmal spielen darf. Keine Ahnung. Will ich mich auch nicht drauf rumreiten, aber trotzdem kann ich einfach nicht nachvollziehen, warum man so einen Spieler aufstellt. Morris Schröter, der hat eine gute Flanke letzte Woche gegen St. Pauli in die Strafung gebracht. Ansonsten war auch von dem noch nichts zu sehen im Hansa-Trikot. Und auch heute wieder hat er nichts geboten, warum man ihn aufstellen soll. Beste Szene war irgendwie kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Er hat ganz viel Platz auf der rechten Außenbahn. Niemand greift ihn an. Er könnte den Ball schön in den Strafraum schlagen. Der Ball fliegt Richtung Gästeblock und wird wahrscheinlich von irgendeinem Karlsruher-Fan aufgesammelt gerade. Ich weiß es nicht. Also, sorry. Kann ich einfach nicht nachvollziehen. Ich bin selbst nicht der beste Fußballer, aber doch unbedrängt eine Flanke in den Strafraum schlagen, das kriege ich sogar hin. Also, und ich muss sogar Geld dafür bezahlen, dass ich das auf dem Spielfeld machen darf. Also, sorry, das war heute einfach ein absolut blutleerer Auftritt von der Mannschaft. Ich bin sowas von enttäuscht von den 11 Spielern und keine Ahnung, wer da noch mit dabei war. Also, das geht schon los beim Elfmeter für den KSC. Hinter mir diskutiert er mit mir, das war nicht mal ein Elfmeter, alles gut. Ich soll runterkommen. Nee, ich habe genau gesehen, dass der Rosbach sich da total dämlich anstellt. Sicherlich ist es eine strittige Situation und vielleicht noch ein bisschen unglücklich. Ich habe mir gerade nochmal die Sky-Zusammenfassung eingezogen. Aber er muss so einfach nur dranbleiben. Er muss einfach nur versuchen, den Körper zwischen Ball und Tor zu schieben und dann drängt er ihn ab. Nein, er muss da mit den Armen klammern, dann fällt er hin und fällt genau auf ihn rauf und dann ist es, sorry, kann man den Elfmeter tatsächlich geben und am Ende ist es keine klare Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, deswegen braucht der Videoschiri da auch nicht eingreifen und dann stehst du da mit dem Elfmeter. Also, verstehe ich nicht. Beim 2:0 ist Rosbach auch dazwischen. Weißt du, der kriegt da auch nicht den Fuß vernünftig hin, der rutscht dann irgendwie durch. Vorher Simon Rai mit einem bodenlos grottenschlechten Fehler. Erst den Fehlpass gespielt, dann rennt er mit dem Mann nicht mit. Also, weiß nicht, ich hatte irgendwie gar keine Lust gehabt heute. Es hat einfach gar keine Lust gehabt. Nicht mal ein Ingesson, der sonst rennt bis zum geht nicht mehr, hat Lust gehabt. Ein Pröger, von dem war gar nichts zu sehen. Also, das war einfach
Seit langem, wirklich seit langem, dass ich mal wieder live so ein schlechtes Spiel gesehen habe. Und ganz ehrlich, wie gesagt, noch nie wollte ich gerne zur Halbzeit das Stadion verlassen. Habe ich natürlich nicht, denn für mich gehört es nicht so. Aus meiner Sicht, als Fan bleibst du halt 90 Minuten sitzen. Ich kann heute aber bei so einem Auftritt, wo du wirklich das Gefühl hast, da geht absolut nichts mehr, kann ich jeden verstehen, der heute das Stadion früher verlassen hat. Ansonsten bin ich ja doch schon einer, der andere Leute anmeckert und sagt, ey, warum haut ihr ab hier? Und dann drehen die das noch. Aber wenn du wirklich so einen blutleeren Auftritt der Mannschaft siehst und du weißt ganz genau, die schießen einfach keine Tore. Wie willst du hier nach 25 Minuten 0-2, da war sowas von klar, hier geht nichts mehr. Und da brauchen wir keiner erzählen jetzt hier, aber die haben doch nochmal versucht, der Sky-Kommentator auch an der Einstellung lag es nicht. Doch, es lag an der Einstellung. Denn wenn ich so eine scheiß erste Halbzeit abliefer, dann komme ich in der zweiten Halbzeit raus und reiß mir gefälligst den Arsch auf und versuche hier so schnell wie möglich einen Anschlusstreffer zu machen. Es ging die zweite Halbzeit genauso weiter wie die erste. Da kam nichts, keinerlei Gefahr aufs Karlsruher Tor. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man da. Ja, da fehlen mir die Worte für, Leute. Ihr merkt es, da fehlen mir einfach die Worte für. Und dann kommen sie 10 Minuten vor dem Ende plötzlich, ja, dann versuchen sie nochmal, so wie so ein Alibi-mäßig, komm, wir werfen nochmal alles in die Waagschale und probieren nochmal einen Ball hoch und weit reinzuschlagen und so weiter. Keine Ahnung, denn ist ja fast noch das 3-0 gefallen in der zweiten Halbzeit, war wo abseits, keine Ahnung, Stahn habe ich es leider nicht gesehen, ob es da irgendwo abseits war, in der Sky haben sie es gar nicht erwähnt, also wird es wohl richtig gewesen sein, dass der Treffer aberkannt wurde nach Videoschiedsrichterprüfung. Aber erst danach, also erst nachdem das 3-0 gefallen ist, standen plötzlich zwei neue Spieler bereit, wo ich mir so denke, ey, Herr Glöckner, Sie haben doch gesehen, dass nach der Pause, spätestens nach 10 Minuten nach der Pause war zu sehen, die da auf dem Feld sind, die kriegen es nicht gebacken. Bring frischen Impuls von draußen rein. Ist mir scheißegal, wenn er auf der Bank sitzt. Du, da kann man natürlich auch mit bestreiten und sagen, ja, auf der Bank hast du ja auch nichts zum Nachlegen. Aber egal. Die auf dem Platz, also die auf der Bank sind, hätten es auch nicht schlechter machen können, als die auf dem Platz, weil das einfach bodenlos war. Das war eine Nichtleistung, lustlos, keine Ahnung was. Ich tut mir leid, dass ich heute so doll rumragen muss, dass ich richtig sauer und böse solche Worte sagen muss. Aber das heute, weil es einfach gegen direkten Konkurrenten ging. Es ging gegen einen fucking direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Und Karlsruhe war auch nicht gut. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der KSC hat auch nicht wirklich gut gespielt. Und trotzdem kannst du froh sein, dass es zur Pause nicht 0-4 steht. Ein Karlsruhe-Fan, Jakob, der unter meinen YouTube-Videos immer regelmäßig kommentiert, hat mir zur Halbzeit geschrieben, 0 Chancen, 2 Tore. Also, wirklich. Das kannst du nicht, das kannst du dir nicht ausdenken. Karlsruhe weiß auch eigentlich gar nicht, wie die gewonnen haben. Aber die haben es besser gemacht als Hansa. Es hat gereicht für Hansa, weil die einfach an diesen Tagen wirklich grottenschlecht waren. Und wenn du noch so ein Spiel drin hast, weil so wie die heute gespielt haben, spielt ein Absteiger und dann gehen wirklich bald die Lichter aus und macht so einen Auftritt, krieg selbst ich Angst. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Hansa-Fan.